Einen herrlichen Sonntag wünsche ich allen zusammen und damit auch herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze mal wieder im ProGhetto 65, bin jetzt hier auf Redshire gelandet und in einem reinen 10er Gefecht. Was haben wir hier? Ein Light, eine Arty und ansonsten alles Mögliche dabei. Ich ziehe hier direkt mal nach rechts. Ich mag die Posi relativ gerne. Einfach jetzt hier ein bisschen am Anfang ein bisschen passiver sein. Haben wir hier ein reines 10er-Gefecht und 15 Minuten Zeit, da brauchen wir keine Eile. Und wir sehen auch der BZ im Gegnerteam denkt sich, erstmal kurz chillen. So, ich bin hier ein bisschen außenlang gefahren, weil ich nicht weiß, wo der LT ist. Wenn er hier in dem Busch sitzt, ich will halt nicht gespottet werden vorzeitig. Und bin jetzt hier sozusagen auch so voll angekommen, mehr oder weniger. Gut, und der Schuss war dämlich. Den hätte man besser aimen müssen. Also wir wissen schon, BZ ist da drüben. Der Rhino ist bisher scheinbar zumindest alleine. Und dementsprechend, wir gucken erstmal, was unsere Heavy Styles aufmachen. Da hochfahren wie eben der K91 würde ich nicht machen. Solange man nicht weiß, wo hier der LT ist. Hier, da ping ich gerade. Also kann auch sein, dass er in dem anderen Baum drin ist. Jedes Mal, wenn man hoch an den Steinen fährt, geht man in der Regel auf. Auch wenn es keine Lights gibt, würde ich... Also einfach, also nicht am Anfang des Gefechts machen, wenn man so weiß, wo die Gegner sind und man das einschätzen kann, kann man das sicherlich alles machen. Aber besonders am Anfang der Runde ist das, denke ich, nicht nötig. So, da haben wir jetzt endlich den LT mal gesehen. Ja, ich glaube, er ist auch gar nicht in Sicherheit. Komm mal her, irgendwo sehe ich dich. Ja, genau, ich sehe dich. Oh, der war bitter. Und jetzt ist er tot. Wunderbar. Rechts wird gepusht. Vom Gegner. Also ziehe ich hier direkt nach hinten. Ist halt doch nichts mit lange rumcampen. Gleich weiter nach hinten an die Redline und da weiter campen. Sieht hier auf der rechten Seite doch ganz schön unentspannt aus. Wir haben auch schon zwei Heavys verloren. Mir fällt jetzt gerade auf, dass wir hier tatsächlich nur drei Heavys hatten in der Runde und der Gegner vier. Natürlich dann immer ein bisschen unpraktisch, wenn die Gegner dann auch noch TDs haben. So wie jetzt halt zum Beispiel der Mino, der halt da einfach mal mitzieht. Auch der Badger scheint so zu sein, als würde er mitfahren. Jetzt an der Stelle auf gar keinen Fall leer schießen im 10er Pro Ghetto. Im besten Fall tatsächlich nur eine Kugel raus und dann immer warten. Im Moment sieht es dann noch ganz gut aus. Die Posi kann man hier sehr gut verteidigen. Wir haben auch rechts noch den K91 und den Streetswagen links von mir. Also im Moment ist das hier alles noch nicht wild. So wie die Leutchen da einmal rüberpieken, genauso wie der Streetswagen. Guckt euch das an, da kann man jetzt einfach so schön reinhalten. Jetzt schieße ich auch drei raus, einfach, ne, weil irgendwann ist er wahrscheinlich wieder zu. Ja. Dementsprechend jetzt so viel mitgenommen wie ging. Die Zwagen von mir sieht ihn, ich aber nicht. Keine Ahnung, woran das letzt lag. Wäre cool, wenn der Manti herkommen würde. Sieht auch so aus, als würde er es tun. Ist aber auch schon ein One-Shot, das ist natürlich nicht schön. Und so einen Streetswagen outspotten ist dann auch immer so ein Ding. Und er ist auch ganz schön nahe gekommen, dafür, dass hier so ein Streetswagen neben mir steht. Ich kann halt nicht so gut spotten wegen diesen ganzen Bäumen vor mir. Ich glaube, okay, lol, als hätte ich dafür... Also ich kann anscheinend doch durchgucken, war mir jetzt nicht bewusst. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, werden wir gleich ganz schön ins Eck gedrückt. Der ProGhetto zieht da links einfach durch auf 5 Panzer. Keine Ahnung, warum man das macht. So. Er ist leichter zu pennen, also nehmen wir ihn raus. So, zack. Erster Kill. Oh, der war auch frech, dass der gepennt hat. Streetswagen, so wie die leicht stehen, also schräg stehen zu einem, kann man den einfach in die Tracks reinhalten. Oftmals trackt man die dann auch mit Schaden. Oh, auch der war nett.
Friedzwang und ich, wir leben halt im Moment davon, dass der Gegner nicht weiß, wo wir sitzen und wir dementsprechend hier relativ easy Schaden machen können. Aber ich sehe halt jetzt hier rechts wird eh nicht groß gepusht, der Streetswagen bleibt da auch erstmal stehen. Wir müssen halt jetzt tatsächlich gucken, dass wir links nicht verlieren. Bin jetzt auch leider leer, habe ich in der Situation nicht drauf geachtet, wie viele Schüsse ich noch hatte. Aber der M60 wurde auch wieder nach hinten gedrückt, also gar nicht so wild. Ich fahre jetzt nach links, weil ich habe eigentlich oder bin davon ausgegangen, dass der 140er mit dem BZ vielleicht den Mino da pusht. Sehe aber jetzt auch erst, dass der Mino voll ist noch. Von daher auch wieder irgendwo unwahrscheinlich. Ja, die Redline ist gerade mein bester Freund, ey. Meine Güte. Aber das muss man, manchmal muss man das einfach machen, sich ein bisschen zurückziehen und dann erstmal gucken, dass die Gegner die Fehler machen. Keine Ahnung, warum die dann auf der rechten Seite so stark gepusht haben, die Gegner. Auf jeden Fall haben wir dadurch halt extrem geblutet und konnten nicht mehr weiter vorne. Also, ne, selbst wenn ich noch gegengedrückt hätte, das hätte keinen Unterschied gemacht. Wir hätten wahrscheinlich nur noch einen Panzer verloren und dementsprechend dann halt, wie gesagt, einfach mal zurückziehen. Okay, Wetscher und oder BZ haben mich jetzt aufgemacht. Dementsprechend jetzt hier ganz kurz warten, bis ich zu bin. Bei den Zeitshot hier vom BZ will ich jetzt hier ungern fressen. Besonders wenn es nicht nötig ist. Ich kann jetzt hier außen einfach langfahren. Bin jetzt wieder zu. Okay, 140er hat es spitz gekriegt. Ja, die Foch hat es leider nicht spitz gekriegt. So, und weil der BZ jetzt nicht mehr hinten auf der alten Pose steht, sondern in der Mitte ist, kann ich jetzt hier ganz frech einfach mal überpieken. Bis auf den 140er kann mich nichts beschießen, von daher gar keine Eile. Okay, der war auch frech. Zack, bin jetzt zwar wieder leer, dafür ist der 140er weg. Auch wenn die Arti gerade hat, erstmal kurz Arti safe stehen und auch warten, bis man unspotted ist wieder. Erst dann entscheide ich, wann ich hinfahre. Also, wann ich hinfahre, genau, wo ich hinfahre. Und für mich heißt das jetzt hier weiter angreifen auf gar keinen Fall, sondern erstmal zurückziehen, gucken, dass wir jetzt nicht die rechte Seite verlieren. Oder auch gegebenenfalls in die Mitte reinarbeiten. Jetzt hier gucken, ob man das unspotted hinkriegt. Und das wäre natürlich Wunschträumen, wenn der da auch noch reingehen würde. Oh, Streetswagen rechts sitzt ganz schön in der Bredouille. Aber na gut, er kriegt Hilfe vom STB, von daher vielleicht gar nicht so wild. Ich hatte halt jetzt in der Situation echt Sorge, dass wir den Streetswagen verlieren und dann hätten wir halt drei Panzer im Rücken, potenziell. Aber der Streetswagen kriegt hier doch mehr Unterstützung, als ich erwartet habe. Und hat, glaube ich, noch gar kein Life verloren. Zack. Oh, der war auch noch frech. Streetswagen macht hier einen nach dem anderen klar. Not bad. Ja, Abschmatzphase hat angefangen. Jetzt einfach ruf hier. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen ab. Der STB ist sogar noch voll. Aber die Gegner haben leider nicht mehr so viel und platzen jetzt auch vorzeitig. Aber wir haben gesehen, wo die Arti ist. Die sitzt hinten rechts. Die hat gerade nochmal auf den Minotaur geschossen. Ja, war ein bisschen haarig, aber ich glaube, durch diesen Rückzug und durch den guten Einsatz hier vom Streetswagen haben wir das nochmal ordentlich zurückgedreht. Da haben die Gegner, glaube ich, zu viel gewollt.
Aber irgendwo da unten muss die Arti sitzen. Da haben wir sie. Zack. Wunderbar. Das war mal wieder eine richtig schöne Progetto-Runde, muss ich sagen. Die hatte wirklich viele schöne Sachen, hat mir viel Spaß gemacht. Insgesamt bin ich jetzt hier mit 3 Kills rausgegangen. 5220 Schaden habe ich rausgeprügelt und 1035 noch unterstützt. Das Ganze hat jetzt hier fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 gereicht und auch noch gleichzeitig für den ersten Platz mit 1034 XP bin ich da gelandet. Trefferbild, ja, okay, ist halt dieses Progetto-like seit dem Nerf, ne? Aber ist noch in Ordnung. Kann man jetzt nicht jammern, ist ja auch genug Schaden bei rumgekommen. Und jetzt hier durch den Daily noch bei 80.594 Credits im Plus angelangt. Auch in der zweiten Runde sind wir auf Red Shire gelandet und im Progetto 65 unterwegs und auch wieder in einem reinen 10er-Gefecht. Diesmal aber ohne Lights und ohne Artis. Und diesmal auch mit dem Rapmanda aus dem Clan und diesmal auch ein Begegnungsgefecht und kein Zufallsgefecht. Und also ihr seht ja auf der Minimap, Cap ist diesmal in der Mitte, man braucht ein bisschen länger zum Cappen und, das passt alles. So. Wir waren uns jetzt hier noch nicht so ganz einig, wo die Reise hingehen soll. Rödeln jetzt hier natürlich auch ein bisschen rum und da meinte aber der Rappi, lass uns doch einfach mal Richtung Cap schon mal fahren. Scheint ja irgendwas drin zu sein. Ich wollte jetzt hier eigentlich die Bäumchen halt umwerfen, einfach damit man ein bisschen Cover hat, wenn da einer hochpiecht. So, jetzt wissen wir, wer da ist. Ich zähle gerade die Schüsse der Batshit mit. Und wenn der da durchgeschossen hat, jetzt hat er noch zwei, glaube ich. Wenn er da fertig geschossen hat, könnte man da einfach mal reinpushen. Jetzt hat er noch einen. Jetzt ist er leer. Gut wäre natürlich, wenn man in der Situation die Batshit rauskriegt, einfach damit er nicht nochmal einen Dings, noch einen Reload macht, also ne, noch einen Magazin rausprügeln kann. Und jetzt war ich auch ein bisschen dämlich. Ich hätte tatsächlich öfter schießen müssen auf einen Centurion. Aber die Gelegenheit bietet sich hier direkt, dass auch die Batshit hier doch auf einmal wegrennen will. Wäre er einfach stehen geblieben, hätte er auf jeden Fall noch länger überlebt. So ist er einfach geplatzt. Also er hätte einfach neben dem Centurion rechts stehen bleiben können. Wir hätten ihm nichts tun können in der Situation. Er hätte fertig laden können und dann wieder mitkämpfen können. Oh, da ging ein Schuss über meinen Turm rüber. Will hier eigentlich auf den Udo schießen und eigentlich glaube ich, dass ich sogar durch die Mauer hätte schießen können. Aber ich habe es nicht gesehen. Da. Verschlafen sozusagen. Dann halt wieder auf den Centurion ruf. FV ist sogar auch hinterher gefahren jetzt. PvP jodelt von rechts einfach rein. Endlich ist der Centurion weg. So, und an dieser Stelle können wir sagen, dadurch, dass Rappi und ich jetzt hier auf der linken Seite von diesem Hügel die ganze Zeit spielen konnten, ohne dass auch nur ein einziges Mal irgendeiner der TDs geschossen hat auf uns, oder allgemein, ich habe hier keinen TD-Schuss mitgekriegt, auch keinen TD aufgegangen, das heißt, alle drei TDs sind auf der rechten Seite. Dementsprechend können wir hier überpieken, wie wir wollen. Wir müssen tatsächlich nur auf die Panzer aufpassen, die direkt vor uns sind. Und brauchen uns jetzt hier, wie gesagt, keine Gedanken über irgendwelche TDs im Hintergrund machen. Wollte jetzt hier den Udus ein bisschen ärgern. Durch Aim an der Unterwanne abgebounced. Zack. Ich schieße nur zweimal, damit ich jetzt hier nicht nochmal Schaden kriege. Er hätte ja auch gleich nochmal schießen können. Oder ist 140er, da nehme ich dann lieber nur einmal Schaden mit, anstatt dann halt selber auch Schaden zu schlucken. Der war dann wenigstens for free sozusagen. Und hier heißt es sozusagen von einer Ledge auf die nächste arbeiten. Das heißt, so wie die Möglichkeit besteht, jetzt hier eine Kuhle weiter nach vorne zu fahren, würde ich das machen. Aber solange man jetzt hier auf der Seite, also hier und der, ich mache mal ganz kurz Päusle. Solange man hier in diesem Areal stehen kann und Gegner vor sich hat, die man beschießen kann, Entschuldigung, braucht man nicht eins weiterfahren. Also, ne?
Hier in diese Kuhle zum Beispiel. Solange man das halt alles hat, braucht man irgendwie, also braucht man einfach keine Eile haben. Ich sehe ja, links wird rüber gepusht, Eskonk ist in der Mitte. Wir müssen das ja eigentlich nur ordentlich runterarbeiten. So. Jetzt hat sich die Gelegenheit gegeben, dass ich jetzt hier einfach in die nächste Kuhle rein konnte. Hat gerade keiner geguckt und ich konnte auch nichts mehr sehen von meiner alten Posi. Dementsprechend wirklich einfach durchgezogen. Wieder kurz zugehen. Der Udus kann gerade nicht. Merkt euch mal diesen 60 TP direkt vor mir. Der wird auf jeden Fall gleich noch ganz schön lustig. Keine Ahnung, wie er das hinkriegt. Würde ich auch gern schaffen in meinem 60 TP. So, kurz warten, dass er nicht mehr in meine Richtung guckt. Jetzt ist es soweit. Zack, abgeprallt, an der Kanone. Egal, wir nehmen den nächsten Schuss. Dritter Kill. Das war der M60-Schuss. Und da kommt der 60 TP-Schuss. Und das passiert, der steht vor mir, der 60 TP. Er steht direkt vor mir. Da ist er. Keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat. Gut, wäre 606. Mach's da auch noch. Ich gehe einfach ganz kurz zu. Ich bin eh fast leer. Ich will jetzt gerade nicht gegen ihn kämpfen. Ich sehe da hinten noch einen vollen 2685. Also nehmen wir lieber ihn. Ich habe auch keine Lust, die FV-Kelle zu schlucken. Deswegen fahre ich nicht einfach auf den Teibruf. So, FV ist Geschichte. Haben sogar Spot abgekriegt dafür. Und jetzt kann ich das 2685 jetzt einfach mal ein bisschen ernten. Das hätte ich wissen müssen. Aber den Kill gönne ich mir noch. 5 Kills und gewonnen. Wie das der 60 TP da geschafft hat, so zu stehen und den Rappi dann einfach mal zu killen, ohne aufzugehen dabei auch noch. Ist wirklich eine Frechheit als Heavy. Also besonders mit so einem großen Heavy ist das eine Frechheit. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier siegreich rausgegangen. Ich durfte insgesamt 5 Kills abstauben, 3897 Schaden machen, 934 unterstützen und das Ganze hat jetzt hier auch noch fürs Masterabzeichen gereicht. Mit 1290 bin ich auch noch auf dem ersten Platz gelandet. Und ja, gut, Trefferbild, 2/3. Das in Ordnung. Und mit ein paar hier Boni sind wir bei 53.175 Credits im Plus angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.